Sieht doch besser aus. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MLS 22 auf der Nordtouristischen Mannschaftsvielfach am Dienstag. Einen wunderschönen guten Morgen. Grüß euch, Hallöchen. Entweder im gewohnten Setting mit Facecam und mit hier und Licht und hast du nicht gesehen. Chat ist natürlich auch dabei. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich muss nochmal Danke sagen. Chris, Dankeschön für 18 Monate. Wichtigster Monat, sage ich immer. Wenn mir irgendwer fragt, wichtigster Monat, sage ich 18. Monat. Herzlichen Dank. Und der Brandenburg-Farmer ist im 20. Er wird im Hemd gefeiert heute. Bitte? Da bin ich. So, ich hoffe, den Rest habe ich begrüßt und Danke gesagt. Gut, Ach, da war auch eine Geschichte, ne? Den habe ich jetzt wieder vergessen. Mir wurden nämlich diverseste Grubbergeräte zugeschickt. Jetzt muss ich gucken. Ich glaube, ich habe ihn vergessen, mit reinzunehmen. Und zwar der liebe Darky, glaube ich, was, hat mir irgendwas von Bett nachgeschickt. Kann das sein? Warum so ein schickes Hemd? Ich komme vom Arbeiten, ne? Soll ich euch sagen. Den muss ich nächste Woche mit reinnehmen. Wir müssen dann noch eine Woche mit aushalten. Aber prinzipiell steht einem neuen Grubber nichts im Weg. Ich sag's mal ganz vorsichtig, ne? Bettner 18 Meter. Jupp, so ist es. Bettner 18 Meter. Der wird's wahrscheinlich werden. Ne? Alle Angaben ohne Gewehr, aber ey. Ne? Ja, Patti, aber von denen nehme ich nichts an. Du weißt es ja, ne? So, lass uns mal gucken, wie sieht es denn missionstechnisch aus? Die Fahrzeuge sind alle eingestellt, die laufen alle. Da müssen wir uns gleich drum kümmern. Missionen laufen. Wir haben jetzt... Oh, wir haben neue Gruppe-Missionen. Guck mal hier. Haben wir noch eine alte Gruppe-Mission? Hier, guck mal, was denn hier passiert? 67, wo stehen wir denn gerade? Wir stehen auf der 67. Okay, da muss noch irgendwas sein, was noch gegrubbert werden muss. Moment, wir müssen mal die Stelle suchen. Die kahle Stelle. Da... Crazy Dog, grüße ich einen wunderschönen... Der Party direkt Puls. Ja, muss er. Wir müssen noch das Kennzeichen nachtragen für die Walze. Beziehungsweise ich muss das Kennzeichen ändern bei der Walze. Wie gesagt, ich habe das ja ohne Stream aufgenommen. Und tatsächlich ist das die erste, was ich heute bekommen habe am Montag, war von Iggy die Kennzeichen für die Geräte. Also das, ja. Kommt. Ich will nur nicht mitten in der Arbeit jetzt das Ding rausreißen und weißt du, das lohnt ja nicht. Das muss ja nicht sein. So, warte mal, irgendwo muss da noch eine Stelle sein. Hat er irgendwie was vergessen, oder? Weil 98% ist ja nicht befriedigend, ne? Das muss man mal dazu sagen. Irgendwo müssen wir da noch ein Schlückchen vergessen haben. Da müssen wir jetzt mal rausfinden. Meine Damen und Herren, ich habe eine neue Map-Version bekommen von Micha und Micha. Herzlichen Dank für euch zwei Hübschen. Map-Version NFmarsch.36. Ne? Also für alle die Leute, die fragen, was ist für eine Map-Version? 3.6 aktuell. Aber wie gesagt, ich habe ja eine, ich will nicht sagen Spezialversion, aber ich habe eine umgebaute Version. Deswegen muss jede Version immer so ein bisschen angepasst werden. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. 3.6. Ach, das war die Geschichte, wo sich der Gruber so komisch verheddert hat, ne? Niemand weiß bis heute, warum das passiert ist, aber es ist einfach passiert. So, meine Damen und Herren, ich bräuchte jetzt gleich nochmal den Livestream-Chat. Ich bräuchte eine Umfrage. Wenn wir den gleichen Moderator zur Verfügung haben, der uns vielleicht eine Umfrage erstellen könnte, wäre das sehr, sehr gut. Ich brauche nämlich mal euer Feedback. Ne? Wann trägst du wieder Randys Strauß-Hoodie, wenn es kälter ist? Weil das ist ein warmes Ding. Roli, grüß dich. Ich habe nämlich vom Micha bekommen einen Drescher. Wir haben ja gesprochen über den John Deere Drescher. Der ist jetzt angekommen. Ne, ich habe nichts bestellt, aber er ist angekommen. Und den haben wir natürlich jetzt auch in unseren Farben. Ne? In meinen Farben, sage ich gerne dazu. Mit ein paar Anpassungen. Ich habe die Nummer an der Seite, wenn ich will und so weiter und so fort. Meine Frage an den Livestream-Chat wäre jetzt, und vielleicht können wir da eine Umfrage bitte machen. Wollen wir beide Drescher tauschen? Das heißt, wollen wir einen Johnny und einen Klaas? Wollen wir zwei Johnnys haben? Oder wollen wir einen Johnny und einen Klaas? Den Klaas haben wir schon. Das wäre meine Frage. Den vorhandenen Drescher mittauschen? Dass wir einheitlich die Johnnys haben als Drescher? Oder sagen wir ein Klaas und ein Johnny? Das wäre so die Frage für mich. Das wäre, wie gesagt, mal gucken, ob jemand sich bereit erklärt, da eine Umfrage für zu machen. Nils, was? Nils, das bin ich, 1, 2, 3. Danke dir für deinen verschenkten Sub. Dankeschön, vielen Dank. So. Dann heißt, das haben wir gemacht. Haben wir noch einen groben Auftrag? Haben wir nicht. Aber wir können dich direkt zum Neuesten schicken. Die 54 hat angerufen. Es muss einmal gegrubbert werden.
54. Los geht's. So. Ansonsten hätte ich fast gesagt, läuft, aber irgendwie sehe ich das nicht. Starten wir mal die Büchse hier. Ja, das ist wieder das Pressing-Problem hier. Aber wir können den auf alle Fälle weiterschicken. Umfrage ist da, meine Damen und Herren. Bitte, bitte, bitte nehmt daran teil, wenn ihr euch berufen dafür fühlt, ne? Tut mir leid, Micha. Aber alles ist mit Ablaufdatum hier. Tut mir leid. Abgehobene Stückweise. So. Okay. Das müsste laufen. Drescher läuft auch. Okay. Wie sieht es mit dem Rona aus? Der könnte eventuell diese Woche fertig werden auf dem Feld 19. Das wäre schon geil, ne? Das wäre schon gut. So, Momentchen. Ich muss kurz gucken hier. Also wie gesagt, stimmt gerne mit ab. Entweder Klaas und Johnny oder zweimal Johnny. Das sind die Auswahl, die Auswahl, die ihr habt. Oh Gott, jetzt aber. So, hier wird gehäckselt. Hab Zeit für dich, Mods anzupassen. Gerade spontan. Bei Party bist du auch gut aufgehoben. Warum nicht zwei Klaas? Den Klaas haben wir lang genug gehabt, deswegen will ich nicht zwei Klaas davon haben. Was ist mit die Abfahrer da hinten? Hast du Bock oder hast du keinen Bock? Jetzt kommt er. Passt, alles gut. Genau. Produktionen wollte ich nochmal ganz schnell durchgucken, was wir da alles haben. Was wir da alles haben, brauchen können. Das läuft hier alles. Jemand hat mir noch gesagt, ich soll bei der Werkstatt mal nachgucken, ob da der Strom voll ist oder wie auch immer. Solange keine roten Punkte sind, sowas zum Beispiel ist nicht gut. Wobei, wir haben auch keine Milch mehr im Labor. Pelletsfabrik, nö, Raffinerie, läuft, läuft, läuft. Sägewerk läuft, Tischler läuft, Werkstatt. Werkstatt läuft, alles tipptopp, da kannst du ja nichts gegen sagen. Alles gut. Mit Holz sogar machen wir das. Ah ja, weil die Bretter, den Binary grüße ich, einen wunderschönen. Stellstoff läuft, Zucker läuft, also prinzipiell kann man da nicht klagen, ne? Alles im grünen Bereich. So, was ich jetzt nochmal wissen musste, warum haben wir denn den hier abgestellt, Chat? Wieso haben wir den hier abgestellt? Also, es war kein Dünger mehr drin, okay, das verstehe ich. Ich weiß aber nicht mehr, warum das so war. 1,9 Millionen haben wir schon wieder, das ist unglaublich. Nur voll machen? Okay. Okay, gut. Das passt. Dann haben wir das voll gemacht. Reicht mir vollkommen. Gut, dann können wir den schon mal an die Seite packen. Die Pappeln düngen. Ich glaube, die habe ich schon gedüngt. Die Wiese hat er fertig gemacht. Das haben wir alles schon gemacht. Hat er die... Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich bin der Meinung, dass wir die schon gedüngt hatten. Wir fahren mal kurz hin. Irgendein Köstbefahrer hat die Arbeit beendet. Das glaube ich nicht. Also die Wiese habe ich auf... Ja, hier wurde gedüngt, guck mal. Das siehst du doch hier. Zieh doch schon, ne? Siehst du. Missionen haben wir momentan nur Gruber und Ernten. Mehr haben wir momentan nicht. Es ist auch Dezember, ne? Also von dem her... nee, nicht Feld kaufen. Wir wollen Drescher kaufen. Die Abstimmung läuft noch, meine Damen und Herren. Bitte, ne? Wenn ihr mitstimmen wollt, dann bitte sagt Bescheid, was ihr haben wollt. Johnny und Klaas oder nur zweimal Johnny? Nein, komme ich nicht. Gandes. Nein, 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 nein. So, wir gucken uns gleich nochmal nach, wie es mit dem Schweinefutter aussieht bei der Raffinerie. Weil das wird ja nicht automatisch verteilt, weil das eine ist ja eine Produktion, das andere ist ein Stall. Das funktioniert. Ist die Musik zu laut für euch, Chat? Ihr müsst das jetzt... Mir kommt die so ein Ticken laut vor. Wo hast du die Werkstatt stehen? Hier vorne. Guck mal hier. Musik passt. Sehr schön. Hier steht die Werkstatt. Wir haben halt wenig Wartung, weil wir haben halt sehr viel Produktionen, ne? Elektrische Ladung. Ja, aber die wird ja hier nicht, produziert, die elektrische Ladung. Hier wird ja Wartung produziert. Also hier wird, elektrische Ladung ist nur Input. Das wird hier nicht produziert.
Was hier wirklich rausgeht, ist das hier. Und das ist sehr, sehr doll, wenn ich das gerade so sehe, ne? Da wird viel gebraucht. Sollten wir vielleicht nochmal so eine weitere, wie soll ich sagen, Sache aufmachen, damit wir dann noch mehr Wartung bekommen, weil die Wartung sieht jetzt... Okay, ich brauche nicht überall Wartung. Ah, guck mal, wir haben eigentlich Wartung, ne? Vielleicht nicht überall voll, aber wir haben auf alle Fälle Wartung. So, die Umfrage hat ergeben, Klaas und Johnny. Das heißt, wir werden uns ein neues, komplettes Johnny-Set kaufen. Sehr schön. Das ist doch schön. So, bist du... Ah, du bist... Ja, ja, gut. Okay, dann fährst du bitte jetzt noch einmal. Dann lassen wir das schon mal gut sein. Er hängt wieder fest. Was haben wir denn... Was haben wir denn gemacht, Chat, dass der hier immer festhängt? Das hat doch immer tiptop funktioniert. Zumal er nur beim Wegfahren das Ganze... Beim Wegfahren das Ganze macht, ne? Beim Ranfahren läuft's, weil er ist ja immer leer. Oh, Hanke, grüß dich. Lenkt er... Warte mal. Fahren jetzt mal zurück. Lenkt er mir hier vorne zu steil ein? Muss er mehr flach wegfahren? Sieht eigentlich vernünftig aus. Naja, wir beobachten das ein bisschen, aber ist das schon das zweite oder das dritte Mal, wo er hier festgegangen ist, ne? Guten Abend, Werner. Guten Abend in die Runde. Firefighter, grüße dich. Hallo, Werner. Was war letzte Woche? Ich war letzten Montag beim Zahnarzt und der hat mir böse, böse Aua getan. Deswegen war ich nicht in der Lage, da zu streamen. Aber ich kann euch nur immer einen Tipp geben. Das ist jetzt kein Hinweis oder kein Zwang. Aber folgt bitte unserem Instagram-Kanal. Ausrufezeichen Insta, meine Damen und Herren. Einfach folgen, kostet euch nichts. Da habe ich das zum Beispiel... euch mitgeteilt, dass ich am Montagabend nicht streamen werde. Also ich gehe davon aus, dass es nicht alle gemacht haben, weil es fragen mich immer noch ein paar. Aber auf Instagram hätte ihr das gewiss, also ihr wärt auf neuesten Stand gewesen. So muss man es formulieren. Haben die Kühe auch Stroh im Stall? Natürlich, guck mal hier. 240.000 Liter sogar. Dankeschön, Tobias, dafür. Warte mal, eine Frage. Hast du überhaupt deine Schneidwerke zu tauschen? Auch die von Lissard 1918. Du hattest ja auch im 19er. Ich habe... ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Weiß ich nicht. Guck mal, das sind schon die Dinger. Also sie sind definitiv da. 15,2 Meter. Haben wir da auch die... Yo, haben wir. Also, ja, ist da, ne? Ist da. Florian, grüß dich. Schöne Folge. Yo. Aber wie hübsch das aussieht, wenn das gewalzt ist, ne? Ist ja herrlich. So, was ist hier Phase? Wir haben momentan nicht so viel zu tun, muss ich gestehen. Weil es läuft mehr oder weniger alles. Was hat hier die Arbeit beendet? Ach, du bist fertig, ja, sehr ehrlich. Dann können wir dich ja woanders einsetzen. Achso, warte mal, ich wollte jetzt noch was nachgucken. Pellets. Raffinerie. Wir haben 11.000 Liter Schweinefutter. Guck mal, besser wie nix, ne? Besser wie nix. Ja, da freue ich mich schon sehr auf die große Rapsernte da oben, ne? Sehr. Nein, Florian, haben wir nicht, weil wir gesagt haben, wir machen die Arbeit zuerst zu Ende. Dann ändern wir das Kennzeichen. Dim, 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 dim. Und wenn man sich nur ein John Deere holt, aber das Klar-Schneidwerk wechselt und die großen Schneidwerke von John Deere nimmt... Ja, aber passt farblich dann wieder nicht. Sind wir, wenn wir ganz ehrlich sind, ne? Weil... Also zum schwarz-gelben Drescher gehört halt auch ein schwarz-gelbes Schneidwerk meines Erachtens. So, meiner Meinung nach, ne? Und das, dann wird das halt schwierig. Jan, grüß dich, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen.
So ist halt meine Meinung. Und da passt halt das einfach so nicht dazu, weil der Drescher ist ja Gold, der andere. Die Ergo sind auch die Schneidwerke in Gold. Und umlackieren ist halt einfach keine Wahl, ne? Sag's euch, wie es ist. So, da kommt der LKW. Den werden wir jetzt mal ganz kurz beobachten. Den werden wir jetzt mal ganz kurz beobachten, was der hier macht. Wo denn der Fehler liegt, weißt du? Wie gesagt, er fährt sich immer fest, aber ich muss rausfinden, wo er sich festfährt. Guck mal, weiter hier ranfährt. Das macht er richtig. So, dann kippt er. Ja, das wäre schon richtig, Muchas. Da hast du auch wiederum recht, ne? So, warte. Jetzt kommt der wichtige Teil. Der fährt jetzt gleich wieder raus. Alter, wie viel Zeug hat er drin? Biene, danke dir für 27 Monate. Grüße. Diese Abo-Falle wieder. So ist sie. Dafür ist sie da. Chaos Phoenix, dankeschön für 18 Monate. Und Ike Alex, dankeschön für 44. Herzlichen Dank euch. So, die Folge ist jetzt gleich vorbei. Müssen nur gucken, warum der das so macht, wie er es macht. Er fährt links rein. Warum fährt er denn links rein? Er sollte doch gar nicht links reinfahren. Jetzt fährt er so. Also wieso er diesen Schlenker nach links macht, das ist die Frage. Da ist kein Schlenker nach links drin. Er fährt so vor. Wohin fährt denn der jetzt? Hä? Wieso fährt denn der nochmal zurück jetzt? Ja, das Spiel kannst du nur verlieren, mein Freund. Du bist doch schon weg gewesen. Gut, wir schauen uns das morgen nochmal an. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst keinen Daumen nach oben da. Morgen sehen wir uns gerne wieder, wenn ihr wollt, zu einer weiteren Folge. Ich wünsche euch was. Bis dann, macht's gut. Tschüssi!